Eigentlich wollte ich seit längerer Zeit mal wieder nach Köln, doch letztlich hat mich das 9-Euro-Ticket dazu veranlasst, die Pläne dann auch wirklich in die Tat umzusetzen. Mein Ziel war, möglichst viel von den touristischen Klassikern dieser Stadt an einem Tag zu besuchen. So startete ich recht früh mit dem Zug und war um 8:45 am Kölner Hauptbahnhof. Nächste Station, Köln Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zum Regional- und Fernverkehr. Da sich der Hauptbahnhof direkt neben dem Dom befindet, habe ich als erstes den Turm des Kölner Doms bestiegen. Um diese Uhrzeit war es noch relativ leer und so musste ich nicht Schlange stehen. Die Turmbesteigung kostet für einen Erwachsenen 6 Euro, doch für 3 Euro mehr kann man sich auch den Domschatz ansehen. Und so habe ich mir das Kombiticket für 9 Euro gegönnt. Zwischen dem Eingangsbereich zur Turmbesteigung im Keller und der Aussichtsplattform liegt man nicht weniger als 97,25 Höhenmeter zurück und überwindet dafür 533 Stufen. Dabei wechseln die Treppen zwischen angenehm breiten Stufen und zum Teil recht schmalen Wendeltreppen mit Gegenverkehr. Zwar treibt die Turmbesteigung den Puls in die Höhe und wer nicht trainiert ist, wird auch etwas aus der Puste kommen, doch lohnt sich der Aufstieg, denn die Aussicht ist einfach toll. Heute kaum zu glauben, doch war der Dom mit seinen über 150 Meter hohen Türmen bei seiner Fertigstellung im Jahr 1880 tatsächlich das höchste Bauwerk der Welt und immerhin ist er heutzutage nach dem Fernmeldeturm noch das zweithöchste Bauwerk in Köln. Auf dem Rückweg bin ich dann zum Glockenstuhl abgezweigt, wo die Petersglocke dick und fett in der Mitte hängt. Sie ist mit ihren 24 Tonnen die oder zumindest eine der größten freischwingenden Glocken der Welt. Und da ist es ganz passend, dass sie auch Dekapita genannt wird. Der Dom zählte seit 1996 zum UNESCO-Weltkulturerbe und gehört zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Deutschlands. Kein Wunder also, dass es nun deutlich voller war. Doch ist dieses Meisterwerk der gotischen Architektur auch einfach nur unglaublich beeindruckend. Trotz der langen Bauzeit von 1248 bis 1880 stellt der Dom ein konsequentes Beispiel für die Umsetzung der ursprünglichen Baupläne dar. Denn die aufeinanderfolgenden Baumeister folgten treu den mittelalterlichen Formen der Originalpläne. Im Inneren bewundern die Besucher nicht nur den Dom selber, sondern auch die unzähligen und wunderschön gearbeiteten Altäre, Schreine, Reliquien, Skulpturen, Glasmalereien und so unglaublich vieles mehr. Anschließend ging es für mich noch einmal in das Kellergewölbe zum Domschatz. Im mittelalterlichen Sakristeikeller sind überwiegend Reliquien des Doms, Insignien der Erzbischöfe sowie liturgische Geräte und Textilien zu sehen. Dann war es aber an der Zeit, ins Weltliche hier und jetzt zurückzukehren.
Was passt da besser als ein Gang über die Hohenzollernbrücke, die mit Tonnen über Tonnen an Vorhängeschlössern behangen ist, mittels derer sich die Besitzer vorsichtshalber vergewissern wollen, dass ihre Liebe auch wirklich ewig hält. Dann ist man auch schon auf der anderen Rheinseite der Schelsig von Köln in Deutz. Doch so falsch oder verkehrt ist diese ehemals ärmere und daher so betitelte Seite von Köln nicht. Der Blick auf den Dom und die Kranhäuser ist schon ganz nett. Besser wird das Ganze natürlich, wenn man es noch einmal von oben betrachtet. Das könnt ihr hervorragend von der Aussichtsterrasse des Triangel aus. Für die sogenannte Cologne View zahlt man 5 Euro und fährt dann mit dem Fahrstuhl hoch bis in den 28. Stock des Gebäudes. Doch ist gerade an Wochenenden Geduld gefragt, da es auch schon einmal voller werden kann. Da ich mit der S-Bahn zurück zum Hauptbahnhof wollte, bot sich für eine Stärkung das Deutzer Brauhaus direkt im Bahnhof Deutz an. Die Bedienung war nett und schnell und der Salat mit Ziegenkäse war schlicht lecker. Und das Kölsch fand ich bei den sommerlichen Temperaturen einfach nur erfrischend. Vom Hauptbahnhof aus ging es dann 3 Stationen mit der Linie 18 zur Flora und dem Botanischen Garten. Der Eintritt ist frei und die Anlage hat von 8 bis 21 Uhr bzw. bis zum Sonnenuntergang geöffnet. Zwar werden aktuell die tropischen Gewächshäuser und das Wüstenhaus neu gebaut, doch ist das Areal so vielfältig und groß, dass sich der Besuch für mich auf jeden Fall gelohnt hat. Es macht einfach unheimlich Spaß, durch die Gärten zu spazieren, die ganz unterschiedlich gestaltet sind und eine unglaubliche Vielfalt bieten. Besonderes Highlight bei meinem Besuch im August war die Sammlung aus über 100 Dahliensorten, die hier bewundert werden konnten. Das letzte Ziel für diesen Tag war dann der Rheinauhafen mit seinen Kranhäusern. Zunächst bin ich auf die Aussichtsterrasse beim Schokoladenmuseum gestiegen, für dessen Besuch die Zeit leider nicht mehr gereicht hat. Anschließend bin ich einfach über das riesige Gelände gelaufen. Architektonisch sind die Kranhäuser natürlich das Highlight, doch fand ich gerade die Mischung aus dieser modernen Architektur und den Überresten des Hafens mit beispielsweise dem Kontor und einigen Kränen besonders interessant.
Zurück am Schokoladenmuseum habe ich mir zum Sonnenuntergang einen leckeren Aperol Spritz im Biergarten Hafenterrasse gegönnt. Der perfekte Ausklang für einen wunderschönen Tag in Kölle am Rhein. Nur war die Rückfahrt leider nicht ganz so angenehm. Jeder, der häufiger mit der Bahn unterwegs ist, weiß, dass die Ansage Personen im Gleis nichts Gutes bedeutet. Und so war es auch an diesem Abend mit schlappen 100 Minuten Verspätung im völlig überfüllten Zug.